Michael Hermanns, 300 Zuschauer. Tolles Spiel, Lokalderby hier in Lichtensteinstraße. Torloses Spiel, am Ende 10 hochkarätige Chancen, dreimal am Pfosten. Das tut ja weh als Trainer, mit einem Punkt jetzt nach Hause zu gehen. Ja, tut absolut weh, weil wir wirklich viele gute Möglichkeiten hatten. Und gefühlt hätten wir, glaube ich, noch eine Stunde spielen können. Wir hätten heute kein Tor geschossen. Und ja, ist schon sehr, sehr enttäuschend. Haben uns sehr, sehr viel vorgenommen, erstes Heimspiel. Und ich glaube, Welldorf hat gefühlt einmal aufs Tor geschossen. Aber ja, haben sich am Ende durch die kämpferische Leistung wahrscheinlich auch den Punkt verdient. Aber ich denke, wer das Spiel gesehen hat, ist das sehr, sehr glücklich am Ende. Ne? Man hatte zur Halbzeit schon 5 gelbe Karten. Der Marvin war ja auch schon mit Gelb vorbelastet, in der zweiten Halbzeit ausgewechselt. Ich glaube, in der 60. Minute war da eine Vorsichtsmaßnahme. Ja, Marvin wird natürlich auch vorher 12 Mal gefoult. Und hat er dann auch gefoult und kriegt dann direkt Gelb. Ne? War ein bisschen unglücklich, aber klar, der Gegenspieler hat es gut gemacht, hat ihn ein bisschen schachmatt gesetzt, aber ist halt auch menschlich, ne? dass der Junge nicht jede Woche dann die spielentscheidenden Sachen macht. Und absolut war eine Vorsichtsmaßnahme, weil ich glaube, der Schiedsrichter hätte auch Lust gehabt, ihn runterzustellen. Ne? Zur Halbzeit in die Kabine, aus der Halbzeit heraus waren sie gar schon mit großer Miene für die zweite Halbzeit gewaffnet. Aber ist das nicht alles umgesetzt worden? Oder war die kämpferische Leistung von Welldorf nachher der Faktor, wo man nicht mit gerechnet hat, aufgrund des Fehlstartes von denen in den ersten Spielen? Ja doch, wir wussten schon, was das heute ein anderes Spiel ist und was Welldorf das sicherlich heute anders sieht und was wir heute mit dem Punkt alles wieder gerade rücken können. Ne? Und dann haben sie auch gemacht und ja, nochmal, sie haben gekämpft, nicht mehr. Und wir haben die einzige Mannschaft, die versucht hat, Fußball zu spielen, waren wir. Und wenn du kein Tor schießt, kannst du halt kein Spiel gewinnen. Ne? Das ist halt, wirklich total bitter und richtig, richtig ärgerlich. Ne? Letzte Woche hatten sie eine ganz andere Meinung über das Lokalderby. Aber heute nach Schlusspfiff muss man sich ein bisschen korrigieren. Denn, ne? Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass es ein neues Spiel wird, egal wie der erste Spieltag verlaufen ist. Ich habe der Mannschaft das die ganze Woche gesagt, habe ihnen ja auch letzte Woche gesagt, dass es ein schweres Spiel wird. Dass es immer so eine besondere Brisanz hat, das Spiel. Ne? Und so war es auch. Ne? Nochmal, Welldorf hat aus ihren Möglichkeiten haben sie alles rausgehauen und haben sich nochmal durch die kämpferische Leistung sicherlich einen Punkt verdient. Aber wenn man das Spiel sieht, ist das schon Wahnsinn. Ne? Wie lange brauchen Sie denn, um das Spiel jetzt zu verdauen? Sie sind ja ein bisschen, sag ich mal, emotional aufgedreht. Ja, 2-3 Tage. Nein. Also, morgen geht's weiter. Ne? Also Montag haben wir Training und dann werden wir uns auf Hilal Marok vorbereiten müssen. Auch ein Hochkaräter in der Liga. Und dann müssen wir es besser machen. Wir müssen einfach die Chancen dann einfach machen. Dann kann man sicherlich ein Spiel gewinnen. Michael Hermanns, vielen Dank.